Das war so ein bisschen too much einfach. Und da hat meine Hebamme mir empfohlen, eine Haushaltshilfe zu beantragen über die Krankenkasse. Ich kannte das auch noch nicht. Und dann habe ich mich informiert bei meiner Krankenkasse und habe dort erstmal angerufen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, die... Ich bin Ira Kohlmann, ich bin Mütterpflegerin, Mütterbegleiterin und Doula. Und Doula, genau. Also wir starten heute ein neues Video in unserer Reihe Experten-Q&A. Ira ist nämlich meine aktuelle Haushaltspflegerin/Mütterpflegerin. Ich hatte ja in einigen Vlogs schon darüber berichtet, dass Ira vorbeikommt. Und dann hatten wir uns überlegt, dass wir einfach mal ein Video darüber machen, weil doch viele gefragt haben, was macht denn deine Haushaltshilfe da überhaupt und wie bist du daran gekommen? Und diese Fragen wollen wir dann heute im Laufe des Videos hier für euch beantworten. Wir starten zuerst mit den Fragen zum Thema Doula. Viele wissen gar nicht, was das ist. Ich kenne es tatsächlich auch nur aus dem Amerikanischen. Habe ich auch immer nie so verstanden, okay, was ist denn jetzt hier der Unterschied? Und tatsächlich haben auch ganz viele gefragt, was ist das? Wo ist der Unterschied zur Hebamme? Ja. Die Frage kriege ich oft gestellt. Und zwar, eine Doula ist eine geburtserfahrene Frau, die andere Frauen bei der Geburt begleitet und gern auch schon in der Schwangerschaft und in der Zeit danach. Ist nicht für medizinische Zwecke zuständig. Ich darf auch gar keine medizinischen Tätigkeiten ausführen. Ich darf auch keine Verantwortung übernehmen für die Geburt. Ich bin nur für das Wohlergehen der Frau zuständig. Ich bin während der Geburt anwesend und unterstütze die Frau dabei, wenn sie heftige Gefühle auszuhalten hat, wenn die Situation möglicherweise sehr anstrengend ist, dann kann ich ihr Halt geben und Zuversicht und Sicherheit bieten. Also sowas wie eine Freundin im Kreis. Aber wie findet man denn eine Doula? Was muss man suchen? Inzwischen kann man im Internet tatsächlich eingeben bei irgendwelchen Suchmaschinen Doula in so und so. Also bei Doula in Berlin erscheine ich dann tatsächlich ziemlich schnell. Ich würde beispielsweise, ich habe jetzt gerade überlegt, ich würde auf Instagram Hashtag Doula Berlin vielleicht eingeben oder sowas. Hat man vielleicht auch ein Bild von einer Doula auf Instagram? Das ist ja so die moderne Visitenkarte, finde ich, ne? Und was ich aber euch auch empfehlen kann, fragt Freundinnen, die vielleicht auch schon Erfahrungen mit einer Doula hatten. Es ist immer wieder schön, wenn Doulas einfach weiterempfohlen werden, weil es sich gut angefühlt hat. Dann ist es nicht so ein Blind Date mit jemand Unbekannten. Ah, ja. Die nächste Frage, wie kann man ohne medizinische Ausbildung eine Geburt gut betreuen und Komplikationen einschätzen? Eine Doula, sprich ich zum Beispiel, kann nur aus meiner Erfahrung Komplikationen einschätzen und ich bin aber auch nicht dafür da, das einschätzen zu müssen. Mhm. Für all solche Fragen ist eine Hebamme da. Und eine Doula ist kein Ersatz für eine Hebamme, das will ich nochmal sehr deutlich betonen. Also ich stelle mir das halt auch so vor, dass du die Bedürfnisse der Mutter im Kreißsaal auch ein bisschen vertrittst. Bevor die Geburt beginnt, bespreche ich mit den Frauen ganz genau, wie sie sich ihre Geburt wünschen, was sie sich von mir wünschen. Bestimmte Themen besprechen wir ganz detailliert. Ich mache mir dazu auch Notizen, damit ich dann weiß, wie die Frau vertreten werden möchte unter der Geburt. Im Klinikalltag passiert es, dass das ständig Schichtwechsel passiert und die Hebamme, mit der man sich möglicherweise gerade wohlgefühlt hat, abgelöst wird durch eine neue, mit der man sich noch gar nicht so wohl fühlt, mit der man vielleicht noch fremdelt. Mhm. Und in dem Falle ist es einfach total schön, dann die Doula als Bezugsperson sicher an der Seite zu haben. Wie viele gibt es davon in Deutschland, die praktizieren? Weißt du das? Ich weiß keine Zahl. Und ich finde das auch schwierig zu zählen, weil eigentlich jede Frau sich Doula nennen kann, die Geburtserfahrung hat und die andere Frauen begleiten und unterstützen möchte. Es gibt natürlich Ausbildungen in Deutschland, ganz viele Möglichkeiten, als Doula ausgebildet zu werden. Das wäre auch die nächste Frage, wie ist die Ausbildung und die Erfahrung sammeln? Also wie wird man Doula? Ich bin so aus Versehen Doula geworden. Eher ohne zu wissen, dass das Doula heißt, habe ich Geburten begleitet von meinen Freundinnen früher. Und meine Freundinnen haben meine Geburten mitbegleitet. Ich habe 3 inzwischen erwachsene Kinder. Aha. Zu jeder Geburt hatte ich mindestens eine Freundin dabei. Aha. Wir haben das nicht Doula genannt, weil wir es nicht wussten, dass sowas so genannt wird. Jetzt auch noch eine ganz wichtige Frage.
die Akzeptanz in Krankenhäusern. Kannst du dazu was sagen? Ja. Stellt genau. Man sich ja so schwierig vor, wenn eh schon so viele Leute im Kreissaal drin sind. Also eine Doula darf übrigens nur als Privatperson mit in die Klinik rein. An jeder Kreissaaltür steht 2 Begleitpersonen maximal, dürfen mit. Mhm. Das ist dann der Partner und die Doula in den meisten Fällen. Die Akzeptanz einer Doula, das hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren. Am Anfang, als ich das unter diesem Namen gemacht habe, war das noch sehr mit Skepsis beobachtet. Und die Hebammen haben sich ein bisschen auf die Finger geguckt gefühlt und waren eher so ein bisschen in Konkurrenz zu mir vielleicht. Inzwischen erkennen die Hebammen immer mehr und sind da ganz offen. Sie merken, dass es den Frauen gut tut, eine seelische Unterstützung zu haben. Die merken selbst, wie das den ganzen Klinikalltag auch entlasten kann. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Doula, dann könnt ihr die einfach unten in die Kommentare reinschreiben und vielleicht schaut ihr dann einfach mal persönlich vorbei und beantwortet die. Ansonsten würden wir jetzt weitermachen mit Teil 2, nämlich Thema Haushaltshilfe und Mütterpflegerin. Heißt das Mutterpflegerin oder Mütterpflegerin? Mütterpflegerin heißt Mütterpflegerin. Das. Mütterpflegerin. Wobei ich das Wort Pflegerin echt ein bisschen doof finde, weil ich finde, Begleitung passt besser. Okay. Die allererste Frage, was ist denn eine Mütterpflegerin? Ja, also ich bin eine Mütterpflegerin. Ich begleite Frauen im Wochenbett und das ist eigentlich auch die vorrangige Arbeit von Mütterpflegerinnen. Natürlich hört das Wochenbett nicht mit nach ein paar Wochen auf, sondern das geht dann fließend über in die Babyphase, die auch noch anstrengend ist für die ganze Familie. Und auch da unterstütze ich die Familie, wo immer es geht. Das Wort Haushaltshilfe ist wahrscheinlich eher von den Krankenkassen so definiert worden, um eine Mütterpflegerin zu bekommen. So wie ich in meinem Fall deine Dienstleistung bekommen habe, eine Haushaltshilfe beantragen bei den Krankenkassen. So, ne? Genau. So zur Definition. Aber du bist jetzt keine Haushaltshilfe an sich, sondern eine Mütterpflegerin. Genau. Mütterpflege beinhaltet unter anderem auch manchmal einiges an Haushaltsarbeit, natürlich. Aber das ist jetzt nicht meine Hauptaufgabe. Ja, wie beantrage ich eine Haushaltshilfe? Gründe notwendig, außer Mann arbeitet Vollzeit. Ja, also ich kann ja ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Bei uns ist das so, dass der André mal ins Krankenhaus musste in den ersten Wochen, wo Nyla auf der Welt war, wegen einer Kleinigkeit. Und das waren jetzt so 3 Tage und dann habe ich schon so ein bisschen schwarz gesehen und dachte so, oh nein, wie soll ich das denn jetzt hier mit 2 Kindern hinbekommen? Habe ich dann halt Milchstau bekommen, also auch mit Fieber und Schüttelfrost und alles. Und das hatte ich bei Noah ja auch schon und ihr wisst ja, Milchstau ist super anstrengend, wenn man Fieber hat und dann auch noch mit 2 Kindern. Das war so ein bisschen too much einfach. Und da hat meine Hebamme mir empfohlen, eine Haushaltshilfe zu beantragen über die Krankenkasse. Ich kannte das auch noch nicht. Und dann habe ich mich informiert bei meiner Krankenkasse und habe dort erstmal angerufen und erstmal geschildert, worum es mir geht, wie es mir geht. Weil ich ja die haushaltsführende Person in unserem Haushalt bin, da musste ich den Antrag stellen. Bin ich dann zu meiner Ärztin gegangen, zu meiner Frauenärztin und die musste noch zusätzlich ihre Unterschrift abgeben, dass ich eine Brustentzündung habe. Und so habe ich dann den Antrag abgeschickt. Konnte ich mir entweder aussuchen, eine Vertragspartnerin von meiner Krankenkasse zu bekommen, die in meiner Gegend wohnt, aber wo ich nicht weiß, wer das ist, weil die ja auch keine Internetseite haben. Also überhaupt, du weißt überhaupt gar nichts über die Person. Du kriegst ja nur eine Telefonnummer und einen Namen. Und dann denke ich mir so, okay, ich brauche jetzt keine Haushaltshilfe an sich, die jetzt zu mir kommt, einkaufen geht und meine Wohnung putzt. Ich brauche jemanden, der mir die Kinder abnimmt oder die Nyla mal abnimmt, damit ich mal hier zu Ende kochen kann oder mich mal ausruhen kann, solange nur im Kindergarten ist oder sonst was. Deswegen habe ich mich dann entschieden, über eine Bekannte zu gehen, die mir ihre empfohlen hatte als Mütterpflegerin. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und ich bin sehr glücklich darüber, weil ehrlich gesagt hätte ich total Panik gehabt, hätte ich eine andere, also eine Haushaltshilfe bekommen, wo ich nicht weiß, ob diese Person kindertauglich ist. Ja.
kann die überhaupt ein Baby halten? Was ist ihr Hintergrund? Was ist das für eine Person? Und bei ihrer war ich einfach von Anfang an mich wohlgefühlt, weil du ja mit Kindern und Frauen im Wochenbett Erfahrung hast und Geburten und so. Also bist du im Thema drin und bist auch Erzieherin, ne? Ja. Und deswegen war das für mich ganz klar, dass die Ira zu uns kommt. Also das war jetzt mein Weg. Hast du noch andere Erfahrungen, wie man eine Mütterpflegerin beantragt bekommt? Du kannst einfach zur Frauenärztin gehen, deine Situation schildern und dir ein Rezept dafür ausstellen lassen, ohne vorher mit der Kasse zu telefonieren. Dann wird das Rezept einfach an die Kasse geschickt und die schickt dann eine Bewilligung dieser ganzen Stunden oder vielleicht auch ein paar weniger als beantragt wurden. Mhm. Okay. Und dann suchst du dir am besten eben selbst eine Mütterpflegerin deiner Wahl. Okay, also muss man dann doch noch Google als Unterstützung nehmen und dann noch suchen. Ne? Oder andere Suchmaschinen. Ja, einfach. Oder hast du einen Vertrag mit Google? Nee, wo? Siehst du? Kleiner Ausschlag weiter. Ecosia. So. Hier hat auch jemand geschrieben, wenn wir schon mal bei der Suchmaschine sind, gar nicht. Und im Netz konnte ich auch keine finden. Ja, das ist schade. Also, ich weiß nicht, was du gesucht hast. Weiß ich nicht, gibt es noch so einen Mütterpflegeverband oder sowas? Man kann wahrscheinlich auch übers Jugendamt Informationen bekommen in Berlin. Ja. Und es gibt auch immer wieder andere Verbände, die da unterstützen. Allerdings bin ich da nicht die... Ich weiß es nicht genau, wie man das machen kann. Hier schreibt nämlich, ich hätte auch gerne eine, aber die Krankenkasse kannte das gar nicht. Ja, da würde ich dann auch den Weg über die Frauenärztin gehen. Die kennt sich ja damit bestimmt aus. Und die Krankenkasse, wenn die das nicht kennt, dann soll sie eine Haushaltshilfe bewilligen. Genau. Wer trägt die Kosten? Ja, die Kosten trägt die Krankenkasse in meinem Fall. Man kann das aber auch privat einfach buchen, ne? Natürlich. Ich werde auch oft einfach privat gebucht. Okay, wie bekommt man ein Rezept dafür ohne Erkrankung, wenn der Partner mithelfen könnte? In so einem Fall ist es tatsächlich schwierig, eine Bewilligung für Stunden für eine Mütterpflegerin zu bekommen. Die meisten Kassen wollen belegt bekommen, dass der Partner nicht verfügbar ist. Ja, nicht zu Hause ist, genau. Dass er den ganzen Tag arbeitet. Dass er den ganzen Tag arbeitet, was ja auch der Fall ist, muss man auch an dieser Stelle sagen. Ne? Genau. In der Regel ist ja 9 to 5 länger, nicht bis 5, länger am Arbeiten. Ich erlebe das oft, dass der Partner sogar zu Hause ist und die Familie braucht trotzdem Unterstützung. Ja. Möglicherweise, weil es zwischen den beiden nicht so gut harmoniert oder es gibt einfach ganz viele Kinder und ganz viele Bedürfnisse zu befriedigen und es braucht noch eine Person mehr. It takes a village to raise a child, oder? Yes. Anspruch auf eine Haushaltshilfe hast du auf alle Fälle. Mhm. Wenn du nach der Geburt allein zu Hause bist oder wenn dein Partner den ganzen Tag arbeitet und weiterhin nach dem Wochenbett hast du auch Anspruch, falls es irgendwelche Komplikationen gibt, falls du irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hast, was natürlich sehr oft passiert, auch psychische Einschränkungen können da dazugehören und die Hormonumstellung bedeutet oft eine psychische Einschränkung. Ja. Und Mehrlingsgeburten sind auf alle Fälle ein ganz sicherer Bewilligungsgrund. Ja, oh mein Gott, Zwillinge. Ja, das habe ich sehr oft und da ist es auch eine relativ große Sicherheit, dass alles bewilligt wird. Aber wie betreut man Zwillinge jetzt beispielsweise, wenn die Mutter jetzt gar nicht mehr kann? Wie betreut sie bitte 2 Babys? Ich betreue in den Fällen meistens nur ein Baby, also dann nehme ich ein Baby in die Trage und ein Baby übernimmt die Mutter. Wie oft kommt sie? Ja, das kann man selber irgendwie mit der Mütterpflegerin besprechen oder eben im Vorhinein mit der Krankenkasse im Antrag definieren. So war das bei uns. Also ich habe mit der Frauenärztin gesprochen und wir haben dann einen Stundensatz definiert und den dann pro Tag irgendwie aufgeschrieben. Und dann kommt die Ira eben so, wie es im Vertrag drin steht. Ne? Genau, und die Zeiten, wann das am Tag am besten passt, das mache ich dann mit der Familie aus. Da sind die Bedürfnisse super unterschiedlich. Einer, das hat mir schon, gibt es sowas auch in der Schweiz oder in anderen Ländern, weißt du das? Ich weiß, dass es in den Niederlanden zu der Grundversorgung einer Familie gehört, dass eine Mütterpflegerin nach der Geburt in die Familie kommt.
in anderen Ländern, ich weiß es jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, auf alle Fälle gibt es in Österreich auch die Doula-Ausbildung und die haben auch eine Mütterpflege-Thematik dabei. Ich bin mir aber nicht sicher, wie üblich das da schon ist. Mir fragt jemand, wie lang kommt sie? Also meistens immer so 2 Stunden, ne? Ja, pro Tag 2 bis 4 Stunden. Das ändert, variiert so ein bisschen von Familie zu Familie. Also bei mir sind es 2 Stunden, kann man so grob rechnen. Ne? Ja. 2 Stunden kommst du. Und meistens eigentlich am Nachmittag, wenn Noah gerade aus der Kita kommt, weil abends dann die kritische Phase ist, wo beide Kinder einfach einen brauchen und man sich nicht durch 2 teilen kann in der Regel. Oder wenn man es tut, dann leidet immer ein Kind darunter. Zumindest ist es bei mir so. Ja. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Kann ja sein, dass es trotzdem gut funktioniert. Dann habt ihr auf jeden Fall Glück. Wie lange hat man Anspruch darauf? So. Man kann maximal für einen Monat so eine Mütterpflegerin beantragen oder so eine Haushaltshilfe. Und dann muss ein neuer Antrag gestellt werden. So, übernimmt sie immer die Kinderbetreuung oder wie genau sieht die Hilfe aus? Ja, also bei uns, können wir ja mal ein bisschen über uns sprechen, ist ja so, dass ihre kommt und meistens ist das so, dass die Naila, also wir sind dann zu Hause, alle Mann, und Naila muss dann wieder schlafen und dann nimmst du sie dann auch oft in die Trage, hüpfst so wie ich gerade auf dem Ball herum und ja, und kümmert sich um die Pflege von Naila. Noah ist ja da eine ganz eigene Person, der lässt sich zum Beispiel gar nicht von ihrer die Windel wechseln, also pflegen, sag ich mal. Körperpflege darf nur die Mama machen und deswegen ist der Fokus eher auf Naila gesetzt, weil sie einfach noch so ein kleines Würmchen ist und einfach herumgetragen möchte, ne? Ja, das ist das, was sie braucht, und sie braucht dann auch oft noch ein bisschen mehr Ruhe, als man mit Noah in seinem Zimmer bieten kann. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir zu zweit sind in gewissen Phasen am Tag, ne? Ja. Also sie ist definitiv eine ganz sensible und sie kriegt dann halt auch keine Ruhe, wenn ich die ganze Zeit mit ihr in der Trage in Noahs Zimmer bin. Also ich habe mir das natürlich in meinen Büchern, steht immer drin, da kannst du still auf dem Boden sitzen, während du mit dem Großen spielst. Das kann man vielleicht 10 Minuten am Tag machen, ja? Aber dann hat sie auch schon genug davon und der Große will dann noch mehr von dir. Das kannst du ihm einfach nicht geben, weil die Kleine ja ihre Bedürfnisse hat und ja. Sowas funktioniert dann in einem Vierteljahr wahrscheinlich besser. Besser. Aber es ist einfach noch, die ist einfach noch klein und braucht sehr spezielle Betreuung. Bei der Wäsche hilfst du mir auch und ja, also eigentlich so, was im Haushalt ansteht, auch beim Kochen oder Zubereiten der Mahlzeiten abends hat sie geholfen. Und ja, eine Riesenhilfe auf jeden Fall. Und in vielen Familien ist es tatsächlich auch der Schwerpunkt, dass sie von mir Essen brauchen, dass ich erstmal zum Kochen komme. Wenn es gebraucht wird, hole ich auch die Kinder aus der Kita, die größeren Kinder, oder bringe sie morgens hin. Mein Aufgabenbereich ist eigentlich so ein bisschen unendlich. Ich kann es gar nicht vorher sagen, was meine Arbeit sein wird. Ich habe auch schon Leuten den Läusekopf gewaschen, nachdem sie aus der Klinik kamen, und das 3-mal in Folge. Ja. Und ganz viel zuhören, am Wochenbett sitzen, der Frau zuhören, was sie von ihrer Geburt zu erzählen hat. Oft ist das eine wichtige Arbeit. Und der Verarbeitung. Ein wichtiger Verarbeitungsprozess, wo jemand gebraucht wird zum Zuhören. Du gehst ja auch mit den Kindern in der Trage raus, spazieren, ne? Genau. Das hatten wir auch mal, aber wir haben für uns festgestellt, dass Naila einfach zu Hause lieber ist in der Trage als jetzt so weit weg von Mama. Genau. Das ist in jedem Fall ein bisschen anders. Jedes Kind ist dann doch ein bisschen anders. Und dann richte ich mich genau danach, wenn mir das gelingt. Ja, und ich finde, du hast auch ein gutes Händchen und du bist auch immer sehr einfühlsam mit den Babys. Auch der Grund, warum ich diese Arbeit mache, weil ich das so liebe, mich in Babys einzufühlen. Ja, total. Mir würde dieser Beruf auch gefallen. Wie wird man das? Ich lebe in Österreich. Vermutlich kann man in Österreich auch eine Ausbildung zur Mütterpflegerin machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Aber ihr seht, es ist ein sehr spannendes Thema und wenn ihr Hilfe braucht, dann findet ihr definitiv auch immer eine Person, die euch irgendwie betreuen kann. Fragt auf jeden Fall nach der Hebamme oder bei der Frauenärztin oder bei der Krankenkasse, und dann
werdet ihr sicherlich fündig werden. Also ich kann es nur unterstützen und finde, das ist auch sehr wichtig, Hilfe auszusprechen, also dass man Hilfe benötigt und ja. Man sollte sich nicht schämen. Und ich meine, ich kenne jetzt keinen auf YouTube, muss man an dieser Stelle auch sagen, der jetzt offen und ehrlich zugibt, dass er eine Haushaltshilfe oder Mütterpflegerin hat. Also ich kenne das wirklich gar nicht. Ich kannte es jetzt nur über Konversation mit meiner Hebamme. Und deswegen habe ich mich ja auch dafür entschieden, dieses Video zu drehen, dass das ein bisschen transparenter für euch alle wird, dass ihr auch nicht alleine seid. Ne? Genau. Sucht euch einfach Unterstützung. Das kann jede Frau gebrauchen. Ja. Alle Infos zu Ira und zum Thema Haushaltshilfe, Mütterpflegerin findet ihr unten in der Infobox. Und dann wünschen wir uns noch einen Daumen nach oben von euch und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke, Ira. Gerne. Und pünktlich ist jetzt Naila wach. Ja, ne? Oh, süß. Ja. Hallo. Ja, Naila. Schätze. Ja, sie lacht schon wieder, ne? Unser ganz schön. Das hat sogar ein tolles Timing gewesen, ne? Ja.